Zuerst müssen wir uns aus unseren inneren Gefängnissen befreien. Lernen wir, unsere eigene Realität zu kreieren. Ich begrüße euch herzlich zu unserem Online-Workshop heute Montagabend. Wir haben da fleißig neue Themen, die noch wichtig wären, eruiert. Und die Chantal hatte da viele Ideen. Und das Thema vom heutigen Abend ist von Chantal eingebracht worden. Was sind meine Bedürfnisse? Was gibt es da so alles? Woher kommen diese? Das ist ganz wichtig. Und was sind meine Prioritäten? Das ist eigentlich entscheidend. Bedürfnisse gibt es viele, aber wie entscheide ich punkto Prioritäten? Kann ich meine Bedürfnisse einbringen oder sogar einfordern? Oder erfülle ich nur immer die Bedürfnisse der anderen? Wie gut kann ich unterschiedliche Bedürfnisse abgleichen? Mache ich eher faule oder gute Kompromisse? Also das Thema ist deshalb sehr wichtig, weil das ist eine Grundvoraussetzung, dass es mir selber gut geht, aber auch, dass ich mich nicht dauernd mit anderen zerstreite, dass es auch den anderen gut geht. Wir sind ja soziale Wesen und wir möchten gerne möglichst harmonisch mit den anderen zusammenleben, was aber nicht immer möglich ist oder nicht so einfach, weil es da noch einiges am Ballast aus dem Weg zu räumen gilt. Und dieses Thema zeigt uns dann ein bisschen, wo wir da stehen, was wollen wir und was ist von uns und was haben wir einfach übernommen von unseren Eltern oder von der Schule, von Freunden oder von Ideologien, die wir mal gehört haben und die aber gar nicht unsere sind, nicht unsere Bedürfnisse, sondern fremdbestimmte, weil wir das nicht gemerkt haben, dass uns da etwas untergejubelt wurde. Deshalb ist es gar nicht so harmlos, das mit den Bedürfnissen, weil es gibt da ganz unterschiedliche und da muss man genauer hinschauen, was ist förderlich, was hilft mir nicht, was schadet mir und so weiter. Ja, ich denke, da haben wir alle viel Erfahrung gemacht schon in unserem Leben und auch viel dazu zu sagen und auszutauschen. Da können wir voneinander lernen, wie wir damit umgehen. Und man könnte vielleicht sagen, das Ideal ist nicht, dass ich keine Bedürfnisse mehr habe und alle Wünsche erfüllen von meinen Mitmenschen. Weil dann existiere ich selber nicht mehr mit meinen Bedürfnissen. Also da braucht es auch eine Balance, ein Gleichgewicht, wie überall im Leben. Und das ist eigentlich die große Frage. Wie sieht die Balance aus in diesem Bereich? Wie gut kriege ich das hin? Oder bin ich eher der hilflose Helfer, der allen helfen will, aber mir selber am wenigsten und deshalb kann ich dann niemandem helfen? Oder bin ich der große, starke Krieger, der nur für mich schaut und alle anderen müssen kriechen? Das sind jetzt die beiden Extreme. Und wir alle sind irgendwo dazwischen, aber
hier in die Balance zu kommen, ist eine große Kunst. Ja, das als Einführung. Und ich gebe jetzt das Wort an die Sonja, die die Kleingruppen, die Dreiergruppen einteilt. Wünscht euch die richtigen Partner. Also eigentlich gibt es 2 Dreier und 2 Zweier. Ne? 10 sind wir, oder? 11, aber ne, doch, ja. Gut, die Sabine, die Chantal und der Thomas, die Carla, der Markus und die Andrea, der Gerd und der Martin, irgendjemand fehlt. Und ich selbst. Der Thomas. Nein, den Thomas habe ich schon gesagt. Ja. Sind wir dann nur 9? Was stimmt denn nicht? Weil das sind 2 Gerds da heute. Ach so, ja, sind 2 Gerds da, siehst du? Darum stimmt es doch nicht. Zweiergruppe. Ja, eben, dann war der Martin und der Gerd mit 2 E und den anderen Gerd, den ich habe ich gar nicht, siehst du? Ja, auf jeden Fall. Pui, pui. Also, Entschuldigung, jetzt war ich gerade so. Also, ja, auch die Glücksfee ist nicht allmächtig und allwissend. Genau, so ist es. Ganz genau so ist es. Die hast du halt glücklich gemacht. Also, jetzt muss ich das hier schnell einteilen. Der Thomas. Die Chantal ist, glaube ich, CS. Hä? Bist du da? Nein, die Shanti ist hier. Ach so, du bist natürlich da doppelt drin. Wer ist denn CS? CS bist auch du, Chantal. Also CS bin ich hier mit Kamera. Okay, gut. Und ja, Shanti bin ich mit Mikrofon. Sabine, gut. Dann hätten wir das. Und dann Andrea, Markus. Und die Sabine. Na, die ist schon. Markus, Carla. Wo ist die Carla? Hier. Wo ist die? Ah, die Andrea noch. So. Breakout Session 2. Und dann der Gerd. Und der Martin. Und wieso? Ah, und der Gerd, der ist noch da oben. Gut. So, ich hab's gleich. Schon weg. Gut, also, magst du noch was sagen, Markus? Ja, die Zeit wollte ich noch sagen. Wir haben jetzt 7:45, machen wir bis 8:30. Okay, gut, bis dann. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Jetzt. Hallo zusammen, dann sind wir wieder zurück. Und ich würde gerne damit anfangen, wir machen jetzt bei jedem Workshop ein kleines Feedback. Wie erging es euch seit dem letzten Workshop, als ihr dabei wart? Konntet ihr irgendetwas davon umsetzen? Hat es euch irgendwie weitergeholfen? Oder fandet ihr es einfach langweilig und ihr kommt jetzt nie mehr? Also heute sind wir ja da. Also was uns drei betrifft, finde ich, wir haben das toll umgesetzt, oder? Also im letzten Workshop war ja das Thema meine Freundschaften, mein Umfeld. Also was mich betrifft, und dann habe ich ja noch ein ganz schönes E-Mail bekommen von Menschen, ganz lieben Menschen, mit denen wir dann über Zoom auch so ein bisschen in Kontakt sein können und ein bisschen so, finde ich genial. Also ich bin mega happy.
das ändert schon sehr viel an meinem Umfeld, Netzwerk, Freundschaften. Ja. Also bei mir ist so, dass sich Gravierendes ändert in mir. Schon allein deswegen, weil ich diese Dinge andenke und ausspreche, stelle ich fest, dass ich ja mehr zu mir komme, mehr aus der Mitte heraus lebe und ja eigentlich für mich sowieso und auch für meine Umgebung klarer werde und ja auch besser wirke. Also ich finde, dass es also durch und rundum positiv ist. Und ich würde jederzeit wiederkommen und mir hängt gar nichts zum Hals raus. Ich bin ganz süchtig nach euch. Danke. Also ich kann mich nur anschließen. Ich bin auch sehr zufrieden. Habe auch ein liebes Mail bekommen und ja, ich treffe mich mit Markus und Sonja heute wieder. Das war sehr, sehr schön. Und bin zuversichtlich, was noch alles kommt und freue mich drauf. Und bin sehr dankbar, immer auch hier zu sein. Ja. Ich kann auch etwas erzählen, weil jetzt mein Leben sich so positiv gewendet hat, vielleicht vor etwa 6-7 Jahren, bin ich sehr glücklich und neige dann eher dazu, euphorisch zu sein, als in Angst und Panik zu versinken. Und heute haben wir eine Visualisierung und eine Imagination gemacht, beziehungsweise drei. Jeder kam an die Reihe. Und als ich an der Reihe war, haben die anderen beiden da sehr schwarze Wolken gesehen und Schwierigkeiten und Gegenkräfte. Und das hat mir dann sehr die Augen geöffnet, dass da nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass da noch einiges auf mich zukommen könnte. Und das hilft mir jetzt auch sehr, mich darauf vorzubereiten. Ja, hat mir sehr geholfen. Das werden wir dann irgendwann auch hier am Online-Workshop machen, visualisieren und imaginieren. Ja, möchte sonst noch jemand etwas sagen? Sonst starten wir in die nächste Kleingruppe. Ich sage gerne noch was. Darf ich? Ja, ja. Also mir geht es genauso wie den meisten hier. Ich freue mich immer sehr auf diese Treffen online. Geht genauso gut wie live. Also ist ja live, aber wie direkt gegenüber sitzend. Das Wundervolle ist, die Menschen sind irgendwie schon da. Und es braucht nicht irgendwie viel erklärt zu werden. Man ist auf einer ziemlich gleichen Ebene. Das gefällt mir sehr gut. Und dann passen die Themen schon dazu. Das ist wirklich ein Austausch auf Augenhöhe oder so. Klingt so neumodisch. Aber es ist irgendwie schon eine gewisse Basis da. Und das ist eine große Freude und ein ganz wundervolles Miteinander. Und im Alltag bringen mir diese Workshops schon Reflexionen. Wenn zum Beispiel mal so ein Treffen mit Menschen total eskaliert ist, weil ich nicht erkannt habe, dass ich nur auf 178 gewesen sind innerlich und mein Satz, die zwei bis zu 180 noch waren, bis 180 zum Explodieren voll waren, und dann kann ich das viel besser reflektieren, und das ist für mich ein großer Wert. Und dahingehend nehme ich an, kommt Entwicklung in Gang bei mir. Danke. Danke dir. Ich würde auch noch ganz gerne kurz sagen, Markus und alle, ich finde das eine ganz spannende Form mit den zwischendurch Kleingruppen und so. Das gefällt mir gut. Das scheint ganz effektiv zu sein. Und auch, dass ihr da so Fragestellungen vorbereitet. Ich bin jetzt zum zweiten Mal jetzt dabei, und zum Thema Freundschaften
Ich habe da nichts, keinen Plan, ich habe nichts gearbeitet damit, aber es arbeitet in mir. Das ist eher so ein Bedürfnis wieder. Das gehört hier heute mit da rein. So, da ist eine tiefe Sehnsucht nach etwas, einer sehr Vertrauensbeziehung, so, wo ich ganz offen sein kann. Ne? Hier ist es ja so gut, wir sehen uns jetzt nur auf diesen Bildschirmen und begegnen uns gar nicht. Also ich weiß nicht, wie das ist bei Markus, Chantal und Sonja. Ihr seht euch dann auch real, nehme ich mal an. Ne? Ja. Und wahrscheinlich seid ihr alle Schweizer, ich bin in Dortmund. Wir hatten jetzt auch unter so viel Gemeinschaft das Thema da Fremdenfeindlichkeit und diese ganzen Sachen in den USA und wer ist wo fremd und Rassismus, heftig. Und da dreht sich bei mir der Kopf. Aber ich habe auch eine zarte Freundschaftsbeziehung, die auf einer ganz anderen Ebene, mal gucken, wie sich die entwickelt, dass ich von Moment zu Moment da reingehen kann. Und dann ist das Thema Feuer. Das ist, mein Thema ist Feuer jetzt. Ja. Ist auch von außen herangetragen worden, inneres Feuer. Ja. Okay. Soweit. Danke. Danke. Jemand ist reingekommen. Ich nehme an, es ist der Rudi. Der Rudi. Hallo, Sonja. Grüß euch Gott. Schon wieder mit Verspätung. Entschuldigung, lasst euch nicht stören. Bitte einfach weitermachen. Hallo, Rudi. Du. Hallo allerseits. Ich freue mich, dass ich euch wieder höre. Kannst du da diesmal in eine Kleingruppe kommen, Rudi? Ja, kann ich. Ich bin allerdings nur telefonisch mit euch verbunden, weil ich im Auto sitze. Das macht ja nichts. Aber sonst bin ich voll einsatzfähig. Gut. Muss ich schauen, ob ich dich dann da noch dazu tun kann. Also, dann machen wir die nächste Kleingruppe. Und vielleicht können wir mal uns etwas darüber austauschen, welche Bedürfnisse sind erfüllt und welche nicht und warum nicht und was ist meine Strategie, wie komme ich dazu, dass ich diese Bedürfnisse, die ich habe, auch umsetzen kann oder bekomme. Ich gebe das Wort weiter an die Sonja. Ja, ich bin da gerade noch. Gemischelt habe ich nämlich schon lange. Also, das ist ja super. Jetzt gibt es nämlich wirklich, jetzt gibt es nur noch eine Zweiergruppe, drei Dreier und zwar wie folgt. Also einmal die Chantal, die Carla und der Gerd mit einem E. Dann der Thomas, der Gerd mit zwei E und die Sabine. Dann die Andrea, die Sonja, also ich und der Rudi und der Martin und der Markus. Ja. So. Also wir treffen uns wieder um 9 Uhr. Gut. Selbes Thema oder sagst du noch was, Markus? Oder ist alles klar? Ah, gut. Entschuldigung, war mein Teil. Gut, bis nachher. Gut. Also dann sind wir wieder zurück im Plenum und wer etwas erzählen möchte von der Kleingruppe oder zum Thema hat eine Minute Zeit. Wer möchte etwas sagen? Ja, möchte ich gerne was sagen. Es hat sich jetzt sehr günstig ergeben, die Thematik oder die vorgeschlagenen Stichworte, also Hauptpunkte für den heutigen Workshop besser darzustellen. Also aus dem Allgemeinen ins Besondere zu kommen, ins Praktische, ins Anschauliche. Also wenn niemand etwas sagen möchte, dann machen wir Pause. Okay. Ja, Pause ist gut.
Ja. Also, wir treffen uns wieder in 5 Minuten, 8:50. Gut. Bis gleich. Wunderbar. Bis gleich. Wer möchte einen Espresso? Ich. Oh. Also, seid ihr alle wieder da? Jo. Ja. Wenn jemand noch etwas sagen möchte, wäre jetzt noch Zeit. Dann machen wir nachher dann wieder Kleingruppen. Möchte jemand noch etwas sagen? Okay, dann machen wir weiter. Ich sage noch selber etwas Kleines, kurz zum Weltgeschehen. Ja, gut. Es sieht wirklich wunderbar aus. Überall werden die Kriegsheere abgezogen. Überall herrscht Frieden. Das erste Mal seit 5000 Jahren haben wir Weltfrieden. Und Trump zieht all seine Truppen zurück von Afghanistan, vom Irak, aber auch die Truppen um Iran rum. Also es sieht sehr gut aus. Und ich freue mich sehr, dass die Entwicklung auf der Welt in eine sehr gute Richtung läuft. Und wer noch Zweifel hat, ob das alles so kommen wird, dem kann ich empfehlen, das neueste Video von Feiko zu schauen, aber nur die ersten 25 Minuten. Nachher wird es sehr, sehr mühsam, aber die ersten 25 Minuten sind eine sehr gute Zusammenfassung. Wie heißt der Bursche? Er heißt Feiko Stölzer. Findest du auf meiner Homepage, habe ich ein Verzeichnis der Quellen, die ich empfehle, und ein Verzeichnis der Quellen, die ich nur bedingt empfehle. Danke. Ja, also ich sage das auch vor allem deshalb, weil ich finde, es gibt wenig Leute, die Zuversicht und Freude verbreiten. Es gibt viel zu viele, die schwarz malen und Horror verbreiten. Und das sollte sich ändern. Und wenn man genauer hinschaut, dann hat man allen Grund dazu. Einfacher ist, wenn man einfach Global Change, die Videos von Global Change schaut. Dort gibt es eine sehr gute Zusammenfassung praktisch jeden Tag. Also, dann machen wir weiter. Ich gebe das Wort weiter an Sonja. Jawohl, gemischelt habe ich schon, weil damit ihr nicht so lange warten müsst. Also, der Rudi, der Gerd mit 2 E und der Gerd mit 1 E. Aber so wieder. Genau. Die Sonja, der Markus und der Thomas. Die Andrea, die Sabine und die Chantal und die Carla und der Martin. Ja, ich könnte vielleicht noch sagen, es wäre gut, wenn wir bei den Feedback-Runden nicht nur einfach wiederholen würden, was die vorher die 3 Minuten gesagt haben, sondern was wir selber dazu meinen. Wie wir das sehen, was uns fehlt, was wir sehr gut finden und so weiter. Also einfach nur rapportieren, was Sie gesagt haben, das bringt nicht sehr viel in der Feedbackrunde. Sinnvoller wäre ja, etwas zu sagen, was dem anderen hilft, weiterhilft, ihn in seinem Prozess unterstützt. Also, wir treffen uns wieder um 9:55. Mhm. Gut, bis dann. Bis dann. Bis dann. So.
So, anhalten. Ja. So. Also, ich begrüße euch wieder. Alle sind zurück. Und wir können wieder eine Runde machen. Wer möchte etwas erzählen? Eine Minute pro Person. Ich würde gerne was sagen. Entschuldigung. Also Bedürfnisse hat aus dem, was ich so mitgekriegt habe, viel mit Erkennen zu tun. Der Rudi hat einen schönen Satz gesagt. Beziehung mit seinen eigenen Bedürfnissen knüpfen. Also mit denen in Beziehung gehen. Also wie der nächste Partner. Also nicht der im Außen ist, sondern im Inneren. Und das hat wieder was damit zu tun, für mich, mit meine Bedürfnisse mir erlauben. Da ist schon ein ziemlicher Druck oft da. Darf ich das überhaupt? Das kommt von ganz hinten. So ein ganz kleines bisschen ist immer da. Darf ich das? Darf ich mir diesen das genehmigen? Ich denke, in dem Alter fragt man die Mutter nicht mehr unbedingt. Und vielleicht erwartet die Mutter sogar, dass man, oder der Vater, dass ich mich selbst entscheide für das, was mir gut tut. Aber es läuft oft, ist mir heute echt aufgefallen, im Programm ab, was immer noch sich das Okay einholen will. Und das ist wieder so ein inneres Programm, ja, was einfach gewürdigt sein will. Das war mir so schon irgendwie so ein bisschen bewusst, aber heute ist es richtig schön hochgeblubbert. Und das ist immer das Grandiose bei unseren Gesprächen hier, dass immer noch mal so richtig hingekitzelt wird, bis es so richtig zum Kochen kommt. Und immer die Frage, was bringt es mir, was tut es mir, wie komme ich damit klar? Und dann sind, glaube ich, die meisten Bedürfnisse auch frei und ich bin eigentlich der wichtigste Mensch für mich. Und wenn ich es mir nicht freigebe, wer dann? Na, gibt es eigentlich keinen. Und wenn das jemand anderes macht, dann ist es auch nicht okay, weil der andere kann es zwar gut finden, aber ich will der Entscheider sein oder sollte der Entscheider sein. Danke. Ja, genau, das finde ich ein sehr wichtiger Punkt. Lebe ich mein Leben oder lebt jemand anders mein Leben? Wer möchte noch? Ja, ich kann da sehr gerne wirklich dran anschließen. Ist ein bisschen ein anderer Aspekt. Aber mich hat da, ja, Markus, was getriggert, dass du gerade sagtest, dass ich um den heißen Brei herumrede oder so. Und dann merke ich, wie da was andockt. Und dann merke ich, es ist eine, ich sag mal einfach erstmal negative Resonanz. Sowas, ich fühle mich kritisiert. Und in mir selbst ist alles okay, aber dann kommt so ein Feedback, wo dann, ja, es ist vielleicht doch nicht alles okay. Und das sind so Momentaufnahmen. Ja, und dann dachte ich, ist ja total spannend, ne? Wie leicht ich mich da irgendwo aus dem Gleichgewicht bringen lasse. Und das ist natürlich wertvoll. Ja, Markus. Und ist ein Bedürfnis, danach so sein zu dürfen, wie ich bin. Und sagen wir auch ein Bedürfnis danach, nicht bewertet zu werden. Wir hatten das gerade auch, Bewertung und Abwertung. Ja, und jetzt, wann hilft es? Ja. Und das ist ein Prozess. Aber ich habe auch jetzt nicht die Antwort. Danke. Natürlich kann es noch viel tiefer gehen. Du sagst nicht, der Brei, der ist noch. Du hast bei mir einen heißen Brei angerührt. Auch, ne? Darfst du jetzt auslöffeln? Danke. Wer möchte noch etwas sagen? Also ich sage vielleicht nur meinen Aha-Moment wirklich vom Abend ist, ich habe eigentlich den ganzen Abend nur über zwei Bedürfnisse, glaube ich, gesprochen, die für mich aber wirklich sehr, sehr große Bedürfnisse sind und auch sehr fundamental menschliche, humane Bedürfnisse. Und der Markus hat irgendwann gesagt, okay,
Du hast aber nicht gesagt, was du alles schon hast. Und das hat bei mir so ding, 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 ding gemacht. Irgendwie so, ah ja, stimmt. Stimmt, ja. Und das fand ich ein sehr schöner Moment, weil ich denke, wir dürfen uns auch daran erinnern, was wir alles wirklich schon haben und was wir alle schon erreicht haben und das mal wieder anerkennen und anschauen, was wir für einen Weg hinter uns haben und ja, also das darf man auch, finde ich wichtig. Danke. Danke. Ja, ich kenne dich ja auch jetzt schon einige Zeit. Deshalb ist mir das aufgefallen. Wer möchte noch etwas sagen? Ja, ich möchte auch noch was dazu sagen. Also ich finde, dass dieses Thema sehr viel mit dem schon voran zurückliegenden Thema zu tun hat, wie ist meine Beziehung zu mir selbst. Da spiegelt sich vieles wider und das hat eben auch vieles mit Selbstwert zu tun, den ich mir selber gebe oder irgendwann vielleicht sogar zurücknehmen muss, weil er mir geraubt wurde. Das ist ein wichtiger Prozess und das finde ich wiederum so schön in unserer Gruppe, dass wir uns die Zeit nehmen, uns darauf mal zu konzentrieren. Also ich tue das sonst, wenn ich euch nicht hätte, dann würde ich das nie tun. Vielen Dank. Ja, danke dir auch. Ja, ich kann einfach vielleicht... Also ich fand es noch spannend. Ja. Rede nur weiter. Es ist so noch das Thema aufgekommen, so Fremdbedürfnisse und Eigenbedürfnisse. Und mir ist noch mal viel klarer geworden, dass ich mehr darauf achten sollte oder auch hinterfragen darf, was für Bedürfnisse aufkommen, weil nicht alle Bedürfnisse oder Empfindungen, wo gerade da sind, müssen unbedingt von mir kommen. Die können auch von anderen Menschen kommen. Die kann ich mir aber auch so unbewusst eingeredet haben, also dass das jetzt so sein sollte. Also so erlernte Bedürfnisse und auch Bedürfnisse, wo kommen und dann habe ich wie gelernt, ja, die haben jetzt recht, aber dann vergesse, dass es noch viel wichtigere Dinge gibt, wie höhere Ideale und dass ich nicht allen Bedürfnissen nachgehen muss und die Ideale und die höheren Ideale und auch die göttlichen Werte und Tugenden aufopfere für meine Bedürfnisse und da so eine Balance finden, ein Maß auch. Und um, ja, ich glaube, die Minute schon. Ja. Kannst du noch eine Zusammenfassung machen, wenn du noch etwas sagen willst? Ja, also die Andrea hat genannt, dass sie dann mehr meditieren möchte und ich nehme mir auch, also ich weiß ja eigentlich schon, was mir hilft und dass ich das noch mehr machen möchte, um mich auch von Fremdeinflüssen zu befreien und mehr zu meinen Bedürfnissen komme, aber mich auch orientiere an den Idealen und auch die Natur hilft mir sehr, um wie so mich zu resetten. Aber auch nachzudenken, zu hinterfragen, auch woher kommen die, das finde ich noch sehr wichtig bei mir jetzt. Ja. Also wir sind schon wieder am Ende von unserem Workshop. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Ich fange an unten bei der Andrea.
Jeder kann eine Minute sagen, was er möchte. Zum Workshop oder zum Thema oder auch sonst irgendetwas. Danke. Jetzt gerade ist bei mir so was gekommen bezüglich, also das Thema ist ja groß, die Bedürfnisse, das Thema ist groß, aber mir ist jetzt gekommen, obwohl wir über unsere eigenen Bedürfnisse jetzt viel gesprochen haben, mir ist jetzt wichtig, also mir ist gekommen, dass praktisch das Erkennen von dem Bedürfnis von dem anderen ist auch ganz wesentlich, um Verständnis zu erlangen, worum es dem Menschen eigentlich geht. Weil meistens sind die Bedürfnisse anderer verkleidet. Keiner kommt und sagt gleich so klar, was der möchte, also die wenigsten. Und dann ist manchmal in so einem Dschungel verpackt. Und es ist so gut, umso mehr man seine eigenen Bedürfnisse kennenlernt, desto besser lernt man auch abzulesen, was der andere hat. Und nur ein kleiner Beispiel, vielleicht kommt der Partner und ist vielleicht nicht so gut drauf, aber eigentlich hat er vielleicht nur Hunger. Und das zu spüren oder zu sich klar zu werden, worum es geht, hilft es schon mal wahnsinnig, weil man kann ihm ja, also da weiß man schon mal, worum es geht. Und das war jetzt heute Abend ganz am Schluss bei mir gekommen und ich wollte es gerade auch in die Runde geben, dass das auch andersrum wichtig ist, herauszufiltrieren, was der andere hat. Ja, und ansonsten fand ich es sehr, sehr schön wieder. Und Sabine, ich habe dir was in den Chat an dich geschickt. Ja. Dankeschön. Danke. Okay. Dann kommt der Martin. Ja. Also mit dem Wünschen der Gesprächspartner habe ich gemerkt, hat es hervorragend geklappt. Ich habe 3 Wunschgesprächspartner gehabt und jetzt habe ich allerdings immer noch 6 Wünsche. Ich glaube, das haut heute nicht mehr hin. Ja, war ein super Abend und ist immer familiärer geworden. Das heißt, fast schon ein Kamingespräch. Aber das kommt noch, das ist meine Vision. Ich mache das Feuer an und dann sitzen wir beisammen. Sehr schön. Das mache ich sehr gerne, Kamingespräche. Dann kommt der Rudi. Ja, Kamingespräche habe ich auch gerne. Das hat so was Spirituelles irgendwie. Finde ich schön, freue ich, würde ich mich auch freuen. Also, das Thema Bedürfnisse ist, finde ich, auch wirklich sehr komplex. Und je länger man drüber nachdenkt, merkt man, wie wichtig es ist, zu differenzieren. Eigene Bedürfnisse, Fremdbedürfnisse, alles hat ja seine Berechtigung. Aber ich glaube schon auch, für mich jedenfalls, ich denke mir für die meisten, ist ganz wichtig, sich selber immer besser kennenzulernen, seine eigenen Bedürfnisse herauszufinden, dass es auch wirklich die eigenen sind und nicht irgendwelche übernommenen. Das ist natürlich auch leicht möglich. Ja, und dann macht aber auch große Freude, daran zu arbeiten, diese Bedürfnisse dann auch zu artikulieren und befriedigt zu bekommen, ohne schlechtes Gewissen. Also, das ist ein sehr schöner, wertvoller Prozess, kann man nur jedem Menschen empfehlen, sich auf diesen Weg zu machen. Vielen Dank. Danke. Dann kommt der Thomas. Oh ja, ich habe jetzt das Bedürfnis, mich hinter meinem Foto zu verstecken und dem, aber ich mache mal doch Video an. Ja, wie Andrea sagte, unglaublich riesengroßes Thema. Ich habe auch das jetzt ist, das ist mir, merke ich auch, sind noch Ängste. Einmal ist das Bedürfnis, auch mal über diese kleinen Bildschirme euch mal live kennenzulernen und gleichzeitig ist da eine Angst. Oh, zu nah wieder. Nähe, Distanz, Nähe, Distanz.
Und gerade wenn so eine Pause da ist, ich freue mich immer total, wenn ich ein bisschen hier mein Herz spüre, wenn da eine Resonanz ist. Und wo das jetzt herkommt, weiß ich nicht, aber das ist ein Bedürfnis, was einfach da noch ein bisschen angesprochen, ein bisschen aktiviert wurde. Es ist aber auch das Bedürfnis wieder. Bedürfnis, Bedürfnis, Bedürfnis. Mein Gott, als wäre das alles. Ich bin im Konflikt, ne? Ich bin im Konflikt zwischen diesen Ängsten. Ja, das fand ich noch ganz spannend, muss ich sagen. Und dann, was Chantal sagte, dieser Bereich Werte und Bedürfnisse, das geht ineinander über. Wir sind so, ich bin sehr geprägt von sowas, dass dann auch ganz stark die Werte reinkommen. Und sind Werte jetzt Bedürfnisse? Oder gehen die in Konflikt damit? Das schwirrt so ein bisschen. Und ich bin auf der Reise auch, ne? Auf der Suche. Und ja. Also Sonja, du bist ja sehr charmant und sehr lustig und locker. Das ist schon mal auch eine Ressource hier. Okay, das war's. Danke. Dann kommt Sonja. Jo, ein. Ich fand's heute Abend, also ich habe irgendwie für mich sehr viel Klarheit gespürt, so. Obwohl, also ich finde das auf jeden Fall ein Thema, also, was man sich mal überlegen muss, eben und genau das machen, was wir eigentlich heute Abend gemacht haben, darüber zu sprechen, was sind denn überhaupt unsere Bedürfnisse, weil im Alltag habe ich den Eindruck, das überlegt man sich irgendwie nicht. Also ich habe mir das echt noch nie überlegt vorher, glaube ich, so konkret. Und ich fand das schön, all diese Inputs zu hören. Und ich denke, also für mich, es geht vielleicht noch tiefer, ja. Also so um die absoluten Grundbedürfnisse auch des Menschen, die wir manchmal wieder vergessen vielleicht und so. Oder eben auch bei anderen nicht wahrnehmen. Ja, war sehr schön. Vielen, vielen Dank an alle. Das fand ich sehr schön. Danke. Dann kommt die Chantal. So. Ja, also, ja, sehr spannendes Thema. Ich muss jetzt ehrlich sagen, in mir ist nicht so aufgelöst. Also ich fühle mich jetzt nicht klar, weil es ein großes Thema ist und es wirft auch viele Fragen in mir auf, sehr viel neue Inputs. Hat mich sehr zum Denken auch angeregt und ich habe das Gefühl, es kommen ein paar Dinge hoch, also weil das ein sehr großes Thema bei mir ist, vor allem Fremdbedürfnisse und Eigenbedürfnisse, das voneinander zu unterscheiden, zu lernen. Und ja. Ich finde noch, was Andrea gesagt hat, mit den Bedürfnissen anderer wahrnehmen, das habe ich auch immer gedacht, aber ich bin jetzt so eher zum Schluss gekommen, dass jeder selber verantwortlich ist und ich muss nicht für andere die Verantwortung übernehmen, die Bedürfnisse abzulesen. Also das habe ich immer gedacht und ich möchte jetzt eigentlich eher einfach mal, also schon in Kontakt treten, aber vor allem mal schauen, wo ich überhaupt stehe, statt direkt dann beim anderen abzulesen, was denn jetzt seine Bedürfnisse sind und mich dann so anpassen, sondern eher eine offene Sprachkultur führen und das wie vorleben und sagen, ja, das Bedürfnis habe ich und das ist dann vielleicht auch ein Vorbild dann für die andere Person, das so zu machen. Genau. Da
danke nochmal für alle, mit denen ich geredet habe heute. Danke. Dann kommt der Gerd mit einem E. Da ist er, hallo. Man sieht mich gar nicht mehr, glaube ich. Ist so dunkel geworden bei mir. Ja, das meiste ist, glaube ich, schon gesagt, was ich auch hätte sagen wollen. Aber es ist wieder sehr erstaunlich für mich, wie wir uns über so ein scheinbar lapidares Thema so tiefgreifend verständigen und austauschen. Und ich weiß jetzt nicht, was ich heute mitnehme oder was hängen geblieben ist oder was es bringt. Aber eins weiß ich genau, zur rechten Zeit kommen mir genau die Gedanken in Sinn wieder. Und dann hat es was gebracht. Und mit der Zuversicht, dass wir uns wieder treffen und wieder treffen und wieder treffen, wird die ganze Themenreihe, die wir hier besprechen, verschiedene Sachen immer wieder aneinander anschließen. Und es wird dann, ja, es ist ja nicht, wir haben ja heute gemerkt, Bedürfnisse ist ja nicht ein Themengebiet, was nur Bedürfnisse ist. Das geht ja wieder wie ein Stern in viele andere, der in viele andere Richtungen strahlt. Und so wird immer irgendwie eins voneinander miteinander verbunden sein. Und ja, es macht einfach Hunger auf mehr, auf euch. Vielen Dank. Ja, danke. Du sprichst gerade ein Thema an, was dann kommen wird, wenn wir durch sind mit der Liste von den verschiedenen Themen. Da beginnt dann, beginnen dann Workshops. Welche Themen haben wie viel miteinander zu tun und was kombinieren wir jetzt mal für diesen Workshop? 1, 5 und 7 oder 3, 4 und 9? Das wird ganz spannend. Also, dann kommt der Gerd mit 2e. Der kam aus einer Falte, ein verstecktes Bedürfnis. Ich habe mich gefragt, liebe Seele, was wünschst du dir? Und er sagt, Seele, das weiß ich nicht. Und dann sind wir aber auf der anderen Seite, weil du, Chantal, von den eigenen Bedürfnissen sprachst, unsere Kinder aufgefallen. Ich habe dem Sohn ein Schwert gemacht und da kam die kleine Tochter vorbei und sagte, ich will auch ein Schwert. Und das sind schon Bedürfnisse bei anderen, die sind schon dringend dran. Da kann ich dann gut meine Bedürfnisse zurückstellen. Es ist so schön, Schwerter zu bauen. Ich sage schon mal Tschüss und danke, ihr Lieben. Danke. Dann kommt die Carla. Also ich merke, dass ich jetzt ganz ruhig bin und ganz bei mir. Mir ist bewusst geworden, dass ein ganz großes Bedürfnis erfüllt wurde, das mir nicht so bewusst war. Ich bin in einer Großfamilie groß geworden und lebe jetzt ja nur zu zweit. Und heute Abend ist ja da eine ganz große Gruppe beieinander und ja, da konnte ich mich austauschen. Und, eine Großfamilie? Ja, ein bisschen Großfamilie, genau. Vielen Dank und eine gute Woche. Dann die Sabine. Ja, Bedürfnisse, das ist eigentlich ein... Mir ist klar geworden, dass das ein Riesenthema ist. Ein Riesenthema. Und da könnten wir wahrscheinlich Jahre darüber sprechen. Weil wir leben ja in einer Zeit, wo uns permanent irgendwelche Bedürfnisse aufgedrückt werden über die Werbung und weiß der Himmel was über irgendwelche Manipulationen. Und die wahren Bedürfnisse, die der Mensch hat, ich glaube, da müssen wir alle graben. Wirklich graben danach. Also ich jedenfalls muss graben. Und ja, wie auch gesagt, diese fremden Bedürfnisse,
die man dann auch gerne mal aufschnappt oder wenn man dann doch eher feinfühliger ist. Und eines meiner größten Bedürfnisse ist eben mit euch gestellt worden, einfach dieses Kommunikation, dieses Miteinander, dieses Offene und Ehrliche. Es ist einfach was Wunderschönes und dafür danke ich euch allen. Danke. Ja, wenn ich mir so überlege, wie es mir ging mit meinen Bedürfnissen bis jetzt in meinem Leben. Am Anfang war es ganz schwer und mit der Zeit habe ich dann besser rausgespürt, was ist meins und was ist nicht meins. Und ich kam dazu, was ich wirklich will. Dann ging es mir schon mal viel besser. Aber vor allem ging es mir ab dem Zeitpunkt viel besser, nochmals viel besser, als ich unterscheiden konnte, was habe ich schon alles und was fehlt mir noch. Vorher war es so, dass ich darunter gelitten habe, weil ich ständig danach gehechelt habe, was ich noch nicht habe, obwohl das nur ein kleiner Teil war. Und der große Teil, was ich schon hatte, habe ich gar nicht beachtet. Und seit ich den jetzt beachte, was ich schon alles habe, und das ist der größte Teil, bin ich viel zufriedener und dankbar, weil vieles schon da ist und ich ganz nette Herzensmenschen kennengelernt habe und solche Gespräche und solche Online-Workshops machen kann mit euch allen, über solche Themen reden darf. Das finde ich wunderbar. Ja, also ich wünsche euch allen einen schönen Abend und eine gute Nacht und freue mich, euch wiederzusehen im nächsten Workshop. Ja, schönen Abend noch. Danke. Ebenso. Vielen Dank euch. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss. Zuerst müssen wir uns aus unseren inneren Gefängnissen befreien. Lernen wir, unsere eigene Realität zu kreieren.